Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Burnout Paradise, heute mit dem Thunder Custom. Und mit diesem schicken Automobil werden wir jetzt als allererstes mal durch die Werkstatt fahren, auch wenn wir eigentlich nicht mit dem durch die Werkstatt fahren müssten. Wir haben die Burning Route schon auf der Karte markiert, aber trotzdem, wir schauen uns mal dieses schöne Auto an. Ja, Crash-Auto erster Klasse, wunderschöne Kiste und wir werden jetzt als allererstes mal ein Marktman-Rennen fahren. Mal gucken, wie wir uns bewähren. Überstehe die Fahrt zum Wildcats Baseball Stadium im Osten. Gut, probieren wir es. Immerhin geht's da in die Stadt, denn in der Stadt findet auch das Burning Root Event von diesem Auto statt. Boah! Yo, der hat ja eine mega direkte Fahrphysik. Wie geil ist das denn? Nein! Ich hab ihn doch gekillt! Warum kommt da keine Killcam? Ach stimmt, das kommt ja nur bei Road Rage. Ah, ärgerlich. Oh, ich muss ja sagen, diese Fahrzeugform, ich weiß nicht, wie man die nennt. Falls es jemand weiß, gerne mal in die Kommentare posten. Ich finde diese Fahrzeugkarosserie-Designs mega schön. Wunderschön, wirklich. Ist natürlich mega veraltet. Aber es könnte ein Comeback feiern. Ganz im Ernst. Autsch. Heutzutage feiert da mittlerweile fast alles irgendwie ein Comeback, was so ein bisschen 80er oder 90er-Style ist. Warum dann nicht auch so ein Fahrzeugdesign? Ich meine, klar, dann muss man neue... Das würde schon so ein bisschen neu angehaucht wirken, aber... Ach, der wollte mich auf die korrekte Bahn lenken. Danke! Alter, wie viele Takedowns wir machen, ne? Ein Totalschaden gehabt, aber ansonsten einfach nur gekillt. Joey, ach komm. Genau, Takedown kassiert durch den Trottel, der hier voll in die Wand gefahren ist. Was war das denn? Das habe ich ja so gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ich habe mich ja schon ein paar Mal in Burnout Paradise dazu geäußert, wie das Verhalten nach einer Landung ist. Ich habe das überhaupt nicht mehr so in Erinnerung von früher. Oh mein Gott. Vorsicht. Vorsicht. Das sind nur noch ein paar Meter. Das sind vier Autos. Yes, Baby. Ciao, Leute. Ich bin aber weg. Eieiei. Ja, 45 Siege verbleiben damit noch. 45 ist ein gutes Stichwort. Denn 45 ist auch die Zahl der Takedowns, die wir maximal bis jetzt bei einem Road Rage Event geschafft haben. Und ich hätte da definitiv Bock auf ein weiteres Road Rage Event. Aber wie gesagt, wir fahren jetzt als allererstes Mal Burning Root Rennen. Okay, der ist schon schnell, der fährt sich geil, der ist, die Steuerung ist super. Nur das Verhalten nach der Landung ist halt manchmal echt komisch bei den Autos, das muss ich leider sagen. Das hatte ich ganz anders im Kopf und oh, hey, ich hab den, ihr habt's gesehen, das war ein gestreift, das war ein Kratzer, den ich hätte abbekommen müssen. Ja, und das war jetzt kein Kratzer oder was? Das war einfach ein paar Weile. Ja, das kommt wahrscheinlich auch auf die Geschwindigkeit an, aber jetzt bin ich ja auch gerade sehr schnell unterwegs und trotzdem, du kannst den einen oder anderen Bodycheck machen und ich provoziere es ja auch gerade ein bisschen, ohne ja, dass das Auto komplett aus der Bahn gerät. So, war komplett vom Gas gegangen. Auch mal die Gegend genießen. Nicht immer so super schnell von A nach B, auch mal die Gegend genießen. Denn die Gegend hier ist wunderschön. So, aber jetzt wird nicht die Gegend genossen, sondern ein neues Auto hoffentlich. Rase zur Windfarm im Westen. Die Zeit läuft.
2 Minuten 13 für 7,3 Kilometer. Ja, laut einer kleinen Überschlagsrechnung mal 3 müssten wir über 200 km/h oder rund 200 km/h fahren, damit wir hier problemlos durchkommen. Und die Zeit, das Zeitenlimit nicht überschreiten. Oh nein, come on! Von so einem hässlichen Auto! Mit Holz! Mit einer Holzverkleidung. Was macht man denn mit einer Holzverkleidung am Auto? Höchstens abreißen. So, 43 Sekunden sind gelaufen. Mal sehen, ob das Rennen durch diesen Crash auch schon gelaufen ist. Oh nein! Verdammt! Oh Gott! Komm schon! Dreh dich in die richtige Richtung und fahr weiter! Ach ja. Egal. Wir kommen ohne großen Zeitverlust durch. Okay, hier aber nicht. Das war eine sehr, sehr komische Route. Ja, Moment. Das muss ich gerade nochmal neu starten. So geht das nicht. Am Anfang hätte ich vor allem den... Phase zur Windfarm im Westen. Die Zeit läuft. Ich hätte am Anfang den Gegenverkehr nutzen müssen. Das war schon die erste sehr blöde Entscheidung, die ich in diesem Event getroffen hatte. Was mache ich hier eigentlich? Ich versuche die ganze Zeit irgendwelche Fast-Crashes oder Beinahe-Crashes zu machen. Bisschen mehr Nitro. Dabei muss ich gar nicht so nah dran fahren, hat man jetzt gerade gesehen. Na gut, war jetzt trotzdem nicht gut die erste Durchfahrt, aber okay. Spätestens hier hat es sich ausgeglichen mit dem letzten Run. Na, ich glaube, wir sind sogar ein bis zwei Sekündchen noch schneller. So, jetzt keinen Fehler mehr machen. Nicht zu viel boosten, nicht zu viel wollen. Und an Stellen, wo es unüberschaubar ist, dann doch lieber nicht in den Gegenverkehr gehen. Oh nein, bitte nicht. Jawohl, Bug im Spiel. Hängen geblieben und trotzdem weitergefahren. Wunderbar. Ah, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Einfach hier an der Wand entlang fahren und dann jetzt nochmal gleich das schöne Kunststück machen. Auch auf der Minimap. Das fällt mir jetzt erst jetzt auf, dass das ja komplett schwarz ist außerhalb des fahrbaren oder sichtbaren Bereichs. Ein bisschen schade. Hätte man ruhig ein bisschen Wald hinzeichnen können. Damit es bis zum Schluss geil und füllig aussieht, die Spielwelt. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Dein Carson Thunder Shadow steht am Schrottplatz. Ich muss sagen, die sehen beide mega geil aus. Es ist schon geil. Also wie die aussehen. Eieieiei. Ich weiß nicht, die Karosserieart gefällt mir einfach richtig gut. Boah, geiler Drift. Auch noch mega knapp vorbei innen, aber trotzdem nichts berührt. Hammer gut. Also die Fahrbarkeit des Autos ist wirklich hervorragend. So, auf geht's zu einem neuen kleinen Rekord hier. Hey!
Hat jemand eine Ahnung, wann die Baseball-Saison wieder anfängt? Der Trainer der Wildcats macht immer so ein langes Gesicht, wenn er nach Paradise Field zurückkommt und all die Reifenspuren auf seinem Platz sieht. Dabei ist das so eine schöne Abkürzung. Okay, gut, das wurde übernommen. Sehr gut. Es wurde übernommen, weil ich habe mich ein bisschen gewundert, dass da keine Einblendung oder so kam. Gut, ich habe zwar nur meine eigene Zeit unterboten, aber trotzdem, ich hätte mir eine kleine Einblendung gewünscht. So, ciao. So, ab auf den Schrottplatz. Und da schauen wir uns den Carson Thunder Shadow. Hunter Thunder wäre auch besser. Also, ich fände den Namen geil. Nee, Carson Thunder Shadow schauen wir uns jetzt an. Hat er mehr Boost? Ich glaube ja. Alter, aber wie? 6, 10 und 7. So schwarz wie die Nacht und doppelt so furchterregend. Die Boostpower dieses Babys ist einfach phänomenal. Wie sagt man doch so schön, man kann nicht vor seinem eigenen Schatten fliehen. Schön geschriebener Text. Allgemein gibt es ja mega viel Text in Videospielen. Also wenn man sich mal die Skripte anschaut, die teilweise übersetzt werden müssen, das ist ja schon phänomenal viel. Und da überlege ich halt auch immer und immer wieder, ist es nicht eigentlich super schade, dass man diese ganzen Texte nicht liest? Ich meine, ich selbst bin ja auch jemand, der, wenn er irgendwas in der Spielwelt findet, sich immer denkt so, also zum einen fürs Let's Play, aber auch so, sollst du es wirklich lesen, weil eigentlich es nimmt komplett das Pacing aus dem Spiel raus. Aber andererseits steht da so vieles drin. Und das ist zum einen immer so ein bisschen ärgerlich, finde ich, weil ich würde wahrscheinlich schon ganz gerne mal so ein bisschen da reinlesen, aber zum anderen ist das halt auch so eine Sache, weiß nicht, wenn du da so ein... Die meisten Texte sind ein bisschen unscheinbar, zum Beispiel die Untertitel halt zu den jeweiligen Autos gerade. Bei manchen Texten muss man aber auch sagen, wenn das halt wirklich so in Briefform in der Spielwelt rumliegt, die meisten Texte sind da echt so ein bisschen unschön eingearbeitet. Da sehe ich es auch nicht ein, da jetzt eine Minute da zu hocken, um mir das irgendwie großartig durchzulesen. Es sei denn, es ist wirklich was sehr, sehr Spielrelevantes. Bei Resident Evil 7 zum Beispiel habe ich das ja gemacht. Aber wie gesagt, jetzt wo ich gerade den Text gelesen hatte, finde ich das dann doch ein bisschen schade, dass man nicht die ganzen Texte quasi aufnimmt für sich und verarbeitet. Aber man muss halt auch sagen, es gibt schon gewisse Gründe, warum das so ist. Ja, das ist einfach zu viel und viele Texte sind auch einfach belanglos. Lust auf knallharte Action? Wie wär's mit Road Rage? Das ist unfair den ganz großartigen Texten gegenüber, aber viel Spaß, das erstmal zu filtern, ne? Takedown. Nummer 1, Nummer 2. Nummer 3. 3. 3. Hallo. 3. Ja, danke. Gott, mit dem Verrückten, der als Geisterfahrer gerade angetreten ist, lege ich mich nicht an. Nummer 5. Komm schon, 50 Takedowns muss heute geschafft werden. Das kann ja nicht so schwer sein. Nummer 8. Ah, Mist, der war schon kaputt. Nummer 11, habe ich gerade 2 oder 3 dazu gerechnet bekommen? Nein! Oh, du miese Sau, ey. Komm zurück. Takedown kassiert, auf den Boden reingezoomt. Da hat die Kamera manchmal ein paar Probleme. Ja, so gibt's die Rache, mein Lieber. So, wer will noch?
Es war eine sehr zügige Antwort. Ah ne, 14 erst. Schade. Ich dachte, wir hätten das Ziel schon erfüllt und das hatte ich dann schon im Kopf. Egal. Na gut, das war jetzt nicht so gut. Ja, kritischer Zustand. Ich sage immer kritisch-schmittig. Ganz oder gar nicht. Jetzt muss es klappen. Oh mein Gott. Ja, fast gewonnen. Aber 18 Takedowns war Schluss. Ja, rein zeitlich hätten wir das natürlich noch geschafft, aber... Also, wir wären auf jeden Fall in eine 40er-Region noch gekommen. Ob wir in die 50er-Region kommen wären, ist eine andere Frage. Aber, ja. Ein, zwei kleine Schlitzer und ein, zwei coole Aktionen von der KI haben leider verhindert, dass wir da deutlich länger hätten versuchen können, mehr Takedowns zu machen. So, Road Rage, die nächsten, ach, sind ja gerade vor uns. Just auf dem Weg. Oh, der Thunder Shadow ist so geil. Yay, alle Rennen gefunden. Damit fehlen sehr, sehr wenige Events, die wir noch freischalten müssen. Ist halt auch cool, ne? Du musst nicht nur die Abkürzung quasi finden, sondern du musst halt auch wirklich alle Kreuzungen einmal abfahren. Und das war der Hot Rod, den wir leider nicht erwischt haben. Also erwischt haben wir ihn schon, aber nicht rausgecrashed. Das heißt, du musst eigentlich überall schon mal hier unterwegs gewesen sein in Burnout Paradise. So, auch hier. Smash 392. Oh, das ist eine Fortschrittsanzeige. Es tut mir gerade so im Herzen weh, dass ich nicht bei 400 schon bin hier. Reiner 92 ist halt echt weit fortgeschritten. Das ist halt wirklich so ein Fortschritt, wo man sich denkt, oh Gott, komm schon, bitte, 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 die zwei noch, die, oder die acht jetzt in dem Fall. Takedown-Ziel festgesetzt. Die Schlacht kann beginnen. Ach komm, den einen Takedown hätte man mir ruhig zurechnen können. Das war jetzt komisch. Spiel war selbst durcheinander. Oh, oh, Vorsicht. Okay, wir sind gerade auf der gefährlichsten Straße für Rennen. Auf dem Highway im Gegenverkehr. Das könnte klappen. Zurück auf den Highway. Ah, sieht gut aus. Komm schon. Nice. Nummer 9 oder 10? 10. Fünf.
15. Oh mein Gott. Okay, 16. Ich wäre fast in die Maut gefahren. Achso, das ist gar kein richtiger Van. Okay, gut. Zweiundzwanzig. Beim Blackjack wäre jetzt Schluss. Fünfundzwanzig Takedowns. Oh mein Gott. Er hat sich selbst rausgekegelt. Achtundzwanzig Takedowns. Zwei Minuten noch übrig. Komm schon, das geht doch sicher. 50 schaffen wir heute noch. Nein! Warum mache ich das? Ah, ich habe den sogar direkt auf mich zufahren sehen. Okay, gut. Kein kritischer Zustand. Super. Trotzdem Zeit verloren. Ja, nice. Komm, weiter. Oh, Mann. Ah, da dreht mich einer. Komm schon! Noch 15! 14! Dreizehn! Zwölf! Scheiße! Verdammt! Nein! Komm schon, kritischer Zustand ist mir egal. Ich will jetzt 12 weitere Takedowns machen. Das kriegen wir zeitlich nicht mehr ganz hin. Ja, aber 45 kriegen wir eventuell noch. Ja, schwierig. Vor allem, wenn die sich so blöd abschießen alle. Alter, da will mich einer echt hart killen. 41. Ja, immerhin. 42. Ja, geht auch klar. Gut, Leute. 41. Ja, gut, der letzte hat nicht mehr ganz gezählt. Ja, aber 42 Siege verbleiben damit noch. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel, viel Spaß bei dieser Folge. Ich glaube, dass sie sehr, sehr actionreich war und sehr vieles ist passiert. DJ wenn Tomica euch mit weiteren News über Road Rage in den friedlichen Straßen von Paradise City. Von den Höhen von Crystal Summit bis zu den Canyons Downtown fahren sich ein paar Irre gegenseitig die Karren zu Schrott. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder dann bei Burnout Paradise. Und bis demnächst euch dann eine gute Zeit. Macht's gut!